Jo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder CSGO hier zusammen mit Perry. Yay! Woo. Und Fabi. Moin. Perry hat gar nicht sein R gemacht. Und heute spielen wir auf der Map Insertion, das ist eine Geiselbefreiungsmap. Ihr habt gesehen, da waren da zwei Spots als Terrorist. Und zwar kann man hier einmal an der Farm starten. Ist die Geisel in der Farm? Die Geisel ist in der Farm. Scheiße, das ist nicht so gut. Oh Gott. Außen im Wasser ist einer. The guy's out! I'm throwing a grenade! Der ist gut gehittet. Also, wir haben hier sozusagen... Kommt gerade von allen Seiten, das ist ein bisschen gefährlich. Einer bei der Geisel. Zwei. Jo, das ist schwer zu erklären. Also, die CTs spawnen überall außerhalb. Oh Gott, ich hatte gerade einen Leck mal da oben. Da war hinter mir auch einer. Nein, ich konnte nichts machen. Zwei Leute noch in der Scheune. Ja. Alter. Unser Bait ist nicht so. Geld genommen, scheiße. Aber vielleicht bekommt er die noch. Man sieht sozusagen, wir haben eine Scheune und gleich das Kloster. Und dort sind jeweils eine Geisel versteckt, also insgesamt zwei Stück. Und die CTs müssen die natürlich holen. Die CTs haben drei Auswahlspots oder vier sogar, glaube ich, wo die starten können. Sie können im Norden, Osten und im Westen starten. Und dann können es außen, ob in der Scheune oder in der Villa starten. Da werde ich jetzt in der Scheune starten. Ich habe mir so eine kleine Taktik entwickelt vorher. Also meiner Meinung nach ist das eigentlich eine Themen. Ich werde die Geisel im Haus beschützen. Okay. Es geht. Das ich kommt immer auf die Taktik des Teams an. Genau. Das kommt immer auf die Taktik an. Meine Taktik ist schon vergeben zu löschen. Und man muss sagen, im Wald sieht man die Leute kommen. Das ist extrem schwer. Das ist ein Gekämpfe im Wald. Und die CTs, die rechnen meistens nicht, dass man die selber rusht. Weil alle gehen davon aus, dass die Ts campen werden irgendwo. Und jetzt gucken wir, ob wir von hinten irgendwie einen wegholen können. Die kommen alle übers, Oh, ich hab mir einen geholt. Also Scheune ist sauber. Einer war auf dem Haus. Drei Leute noch. Ich hab nicht so viel HP und ich hab diese Bullpup. Ich kann mit der gar nicht umgehen. Im Haus. Im Haus? Oh, der ist gut, der ist gut. Ich hab meine Pump an. Der letzte war auch noch im Haus. Okay, ich kämpfe mal ein bisschen außerhalb. Ich hör einen da, ich hör einen. Jo, der ist bei Geisel. Oben oder was? Ja, ja. Okay, ich denke, der wird da irgendwo rauskommen, dann versuche ich im Headshot zu gehen. Jetzt hat er die Geisel. Wenn man die Geisel nimmt, hat man eine Bonusminute. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ah! Trotz des Lags, wir haben komischerweise ab und zu mal einen Lag. Schau mal hier, die epische Waffe, die sieht geil aus, oder? Die sieht geil aus. Mann. Also das Gegenrushen hat sich gelohnt. Haben wir auf jeden Fall gut aufgehalten. Ich werde jetzt auch immer wieder gegenrushen. Finde ich irgendwie besser. Als zu campen. Ich bin mehr so dieser Rusher-Typ. Together we can do it. Ja, ich beschütze lieber die Geisel. Okay. Ja, das ist auch gut so. Das, weil im Haus ist man auch stärker, aber vom, man kann. Man muss sagen, man kann überall ins Haus eindringen. Das ist dann auch wieder gefährlich. Flashbang! Man kann nämlich alle Fenster öffnen. Aber das werden wir gleich selber ja noch sehen, weil wir selber noch auf der CT-Seite spielen werden. In der Tat, und da spielen die schon mit Arten. Wir haben schon AWP, Kacke. Wieder hat's mich erwischt. Oh Mann, ich schleiche hier ein bisschen durch die Boden. Versuch mir eine AWP zu schnappen. Ah,
Da mal. Das war aber ein Scout, das war keine AWP. Das ist eine AWP? Oh, der rechts ist noch einer gewesen. Wo, hier? Genau da. Wann? Da war auf jeden Fall einer, ich hab ihn gesehen. Geil, das ist noch nicht genommen, Mann. Das soll ich auch nehmen. Ich laufe einfach schnell auf die andere Seite. Hier müssen auch AWP-Schützen aufpassen. Die meisten, die AWP spielen, gehen hier über diesen Berg ins Haus. Warum ist ein Sniper-Stand, auf den auch immer hingucken? Wurde einer geholt? Ja, im Haus einer tot. Ist nur noch ein Gegner. So, nebenbei, ich muss sagen, ich bekomme gerade eine SMS rein. Hey, ich habe jetzt für dich Perry und Kevin Karten mitbestellt. Also, Perry, wir haben für Samstags und für Donnerstags Karten die Gamescom. Ja, nice. Das ist doch sauber. Yeah, woo! Jetzt muss das Video nur noch vor der Gamescom rausklingen. Ja, kein Ding, schneidest du gleich einfach. Nee, aber das ist auf jeden Fall super. Also, falls ihr uns irgendwie treffen wollt, wir werden Donnerstags und Samstags da sein. Ich kann mich die selber bestellen. Ich habe aber ziemlich lange gewartet. Und dann waren die alle ausverkauft. Aber beim Saturn kann man immer noch Karten für Samstag bekommen, auch wenn die ausverkauft sind. Hier ist auf jeden Fall einer gespawnt. Ich glaube, da auf dem Haus ist einer. Einer ist hinterm Haus. Im Haus, im Haus. Im Haus da. Okay. Einer ist hinterm Haus. Ich gehe auf die Scheune. Eben noch drei Stück. Okay. Ah, ich bin alleine. Okay. Zweiten Toten, nur noch einer. Boy. Im Haus oben links, hab ich ihn gesehen. Oder? Da, Geisel. Alter! Was ist das für ein Cheater? Junge, das ist ein Aim, ne? Lebt nur noch der Einzelfeuer oder Dauerfeuer? Dauerfeuer. Aber du musst immer so Dreierbürsten machen am besten. Oh, Junge! Alter! Nice. Ja, ich muss sagen, das war ein bisschen Glück mit dir. Ja, ne? Aber das Aim, holy moly. Glück, ey. Du warst immer direkt drauf, ey, instant. Aber ich muss sagen, ich hab ja, Perry, du warst ja diese Woche nicht da und ich hab mit Luca und so immer die Nächte durchgesucht für CS. Also wir wollten wieder ein bisschen besser werden. Und, irgendwann ist das Team jetzt halt abgestürzt und dann wollte, und wir waren halt in-game, ne? Und dann hat sich so das Spiel Dann wollten wir wieder spielen, ne? Und auf einmal hat sich, also nach einem Spiel gegen das Team-Netzwerk, ne? Wir können das Team jetzt ändern. Und auf Gott, einer Frau gleich HP ab. Und auf jeden Fall starte ich wieder das Spiel und auf einmal war zack, meine ganze Config drin. Das heißt also, gar keine Bindings mehr, gar kein Fahnenkreuz mehr, gar nichts mehr. Und das war dann eher. Der kleine Hütte ist einer. Da bin ich wieder ein bisschen geraged. Wir hatten eine gute Sniper-Position. Nice. Einer guckt in den Gang, also von unten kann keiner kommen. Dann kommt das ist ein Geisel weg. Gar nicht mitbekommen. Ah, der bekommt das auch und die gerade nicht hin. Nee. Oh, der hat einen Autosniper genommen. Der Gegner. Die haben die Geisel noch nicht weggebracht. Geisel wegbringen gibt extrem viel Geld. Obwohl 1400. Ne, wir haben 1400 Minus. Wir haben auch was bekommen. Oder komm. Also, ich kaufe mir jetzt eine AK. Ich würde liebend gerne AWP spielen, aber auf der Map kann ich das nicht. Ich finde die Map nicht so geeignet für AWP, muss ich sagen. Weil die kommen einfach von allen Seiten. Autosniper ist hier mega stark. Aber ich spiele keine Autosniper, allein aus Prinzip. Und hier am Spawn müsst ihr aufpassen. Ihr spawnt immer so, wie ihr euch.
Du musst hier echt. Oh Gott, ich bin falsch gespawnt. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Ich bin auf der Fall, ich wollte in den Bahn spawnen. Einer ist bei der kleinen Hütte, rennt Richtung Haus. Einer ist auf der Scheune. Mhm. Einer ist hinterm Haus bei dem Wasser. In der Hütte, da wo Boot drin sein kann. Ich bin bei denen am Spawn. Habe ich sie. Ah doch, ich sehe einen. Ich werde ein bisschen näher. Oh Gott, der läuft, der läuft. So. Da wird mir wieder eine Schall gedämpft, glaube ich. Haben die Geiseln schon? Nee, 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 alles safe. Leben nur noch zwei. Einer ist bei der Scheune irgendwo in der Nähe. Da ja, flog eine Granate rein. Ich komm zur Scheune. I'm throwing a grenade! Also ihr seht den Nebel, der hier ist. Deswegen hasse ich oder möchte ich einfach nicht snipern. Weil der Nebel stört mich zu sehr. Man ist dann schon viel zu sehr im Nahkampf, bis man wirklich jemanden sieht. Gucken wir mal hier. Immer schön einen kleinen Umweg gehen, sozusagen. Ich mute mich die Gegner da. Cokings. Cokings ist auch ein Abonnent. Habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen. Cokings haben wir eingeladen. Also ich habe einfach so ein paar Leute aus der Friendless eingeladen. Ein paar haben so nachgejoint. Diesmal haben wir Cokings eingeladen. Wollte sonst irgendwie keiner mitspielen. Ich habe ein paar Leute eingeladen. Keiner nachgejoint. Schade. Aber ist auch ein Abonnent. Das ist so schlecht von mir. Ich hab dir nur 20 Schaden zu. Terrorists win. Ablauf gezeigt. Ja. Seht ihr, dass ich die Zeit gelassen? Ja, auf jeden Fall haben wir Cokings eingeladen, dort gejoint und spielt mit uns. Cokings sind vielleicht aus einem der alten Videos. War der dabei? Der einen entführt hat. Weißt du noch? Ja. Kam nicht mal so an. We must win. The guy's out. Ich wurde entführt und dabei der Coking. Spielt öfter mit uns. Gerade. The guy. Richtig schlecht diese Runde. Throw in the flashbang. Ist egal. Flashbang. Hauptsache. Oh Gott. Einer ist durchgerusht. Ist schon im Wasser bei der Scheune. Da war der Perry. Der läuft. Der hat nicht mehr viel. Ein Schuss, der ist noch tot. Oben auf dem Berg. Nein, komm. Nein! Einer ist an der Scheune unten. Ich bin tot. Farbig der. Das war ein Headshot. Fabi, du kannst irgendwo das Dach öffnen und rausgehen. Leider. Und hier mal ein ABP schützen. Vielleicht sollte ich auch mal doch ABP ausprobieren. Nachlang hat zu lange gedauert. Der hätte den sofort töten können als am Anfang. Der hat ihn ja nicht gesehen, der hätte sich mehr Zeit lassen können. Ich habe jetzt mal auch eine AWP gekauft, ich weiß noch nicht, wo ich spawne. Mal gucken, was sagt die? Ich spawne eigentlich immer da, wo ich stehe. Ich spawne auch mal Villa und lauf. Come on, let's go! Gibt so eine Stelle, ich hoffe, da läuft keiner lang. Throw it in the guy! Ich spawne genau. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Ahnung, von wo aus sie hier kommen. Also ich spawn wirklich nie hier. Ich spawn eigentlich immer auf der Bahn. Frage ich schon Flashbang! Ich weiß aber nicht, von wo ich gekillt wurde. Ah, da rennt einer zum Haus, zum Großen. Okay, ich versuche den AWP-Schützen zu suchen. Jo, sind ein paar schon im Haus. Jo, da kommt jetzt noch einer ins Haus.
Welche Geisel wird befreit, weißt du das? Die Scheune. Ich will den AWP schützen. Geh den Geschichte! Bin ich tot, erstmal diesen Mist hier hinmieten. Eieiei. Go Kings. Eine Geisel ist befreit worden. Du musst was machen. Die Sache ist, immer wenn die eine Geisel wegbringen, die bekommen so viel Geld dafür. Die bekommen 5.000, 6.000 glaube ich für die Runde. Also Geiseln befreien ist echt über der Geldbringer. Ja, das funktioniert nicht. Wir müssen mehr auf bei der Scheune machen. Ich werde da im Wasser wieder gegen rushen. We must work together. Mit der AWP hat das nicht so geklappt. Ich mag, wie gesagt, ich mag ihn gar nicht für AWP. Und trotzdem bin ich tot. Noch einer bei der Scheune. Leider rechts am Haus, am gelben Haus. Du hast ihn auf jeden Fall gut angehittet. Jetzt bin ich gespannt. Nestling mit der AWP im Haus. Am Haus, oben auf dem Haus ist einer. Er macht einfach die Füße. Kämmt einfach das Spiel aus. 40 Sekunden. Einer ist wieder im Haus, habe ich gehört. Hat er was aufgesammelt? Werdet ihr machen, Penny. Nice. 10 Sekunden. Spielt auf Zeit. Ist nur noch einer, der müsste bei dir sein. Ne, der ist im Haus. Genommen, wurde auch angehittet, ist im Haus. Sollte 30 HP haben. Ich weiß leider nicht, wo der lang gegangen ist. Der muss die gelbe Linie erreichen. Ich vermute mal aber, dass er genau da am Codex lang gegangen ist, über den Berg. Oh, da links, links, links. Boah, gut gemacht, Barry. Nein. Ja, das ist. Muss man einfach konzentriert bleiben. Hast du ganz gut? Ja. 09, bei mir läuft. Ja. Ja, Fabi, versuch mal die Autosniper. Also, als Scout muss man wirklich gutes Aim haben. Aber ich würde die Map allgemein, also für Sniper, nicht empfehlenswert. So, Autosniper, ja, sowas, weißt du. Ich mach jetzt ein bisschen Kämpfer, damit ich nicht mehr gleich sterbe, damit die Leute das im Sehen haben. Ich sterb trotzdem. Ich hab den nur zweimal getroffen im Wasser. Ein Autosniper ist tot. Ihr seid die einzigen Überlebenden. Ein Geisel ist bei Perry. Macht ihr schon.
Man muss auch sagen, die Geisel, die spawnen zufällig auf der Map. Also manchmal spawnen die in der Scheune, manchmal sind zweimal im Haus welche, manchmal ist jetzt wo der Fabi in diesem Vorhaus oder ein Seitenhaus und auch Geiseln. Das ist immer zufällig. Natürlich dann, wenn die Map einmal angefangen hat, dann ist die Geisel durchgehend da, aber halt bei jedem Map-Change können die Geiseln woanders sein. Ist natürlich dann ganz mies, wenn beide Geiseln im Haus sind. Einer ist am Haus, zwischen Haus und Scheune. Einer ist oben im Haus. Leben noch drei Leute. Ich war oben auf dem Dach wohnen. Die Geisel scheinen nicht zu sein, oder bekommst du nein. Da ist die Geisel. Schade. Ich mach jetzt was ganz Böses. Weil der eh immer im Wasser rusht, rush ich jetzt einfach mit einer Shotgun, oder ich kämpfe einfach mit einem Stein mit der Shotgun. Soll der mal dahin kommen? This is easy. We kill them, then we go home. Ich muss aufpassen, dass man nicht ineinander steht, weil sonst kommen ineinander spawnen. Das will keiner. So, jetzt bleiben wir hier so. Bis der kommt. Wenn der kommt, dann haben wir den. Einer ist wieder am Stein. Ja, einer ist schon bei Scheune, schon eine Scheune. Ich sehe den, ich lasse ihn mal eben durchkommen. Ich bin nicht gerade oben da. Was ist das denn? Weg. Einer ist im Haus. Einer ist im Haus. Hat, hast du 20 Schuss, ne? Ja, der ist tot. Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Den Flash habe ich gesehen. Haben die schon die Geisel geholt? Ja, ja, ja. Ich wusste nicht, dass die Geisel. Ich dachte, die haben nur die eine Geisel bei mir geholt. Nee. Aber da konnte ich nichts mehr, das waren zu viele. Ich wurde von überall beschossen. Jetzt muss ich mal überlegen. Diesmal doch, ich werde mich diesmal spawnen. Diesmal werde ich mal noch. Unten gehen. Das ist ein Bergsniper. Ich wurde schon beschossen. Throw in the flashbang! Sind wir hier muss. Einer ist in der Scheune gegangen. Einer ist Scheunenseite noch, aber weiter zu deren Abgabepunkt. Also die Geister in der Scheune ist noch safe. Fuck. Ich geh mal auf das Haus. Einer ist am Vorhaus. Und ein AWP-Schütze auf der anderen Seite. Genau vor dir, Perry, irgendwo. Geil. Ich hab. Alter, er hat mich. Er hat eine Auto. Letzter hat einen Sniper. Du bist 1 gegen 1. Der war auf dem Berg. Also, du kannst zum Haus und hier durchlaufen, dich da einkämpfen. Der hat auf jeden Fall ein AWP. Perry, machst du?
must win. What the fuck? Was für ein Nackler hat. Ja, yeah, noch einmal her. Gar nicht gehört. Ich habe auch nicht gehört, wie der die Tür aufgemacht hat. Ja, ja. Aber ich habe den in der Ecke noch gesehen. Ganz leicht. 7 zu 5, also wir müssen unbedingt die letzten Playpunkte holen. Ich weiß echt nicht, ob das eine CT oder eine Let's go, my brother. Ich weiß nur, dass die Autosniper auf der Waffe OP ist. Das ist das Einzige. Ich glaube, ich hole mir gleich auch mal einfach vor Jux eine Autosniper. Einer am Wasser noch. Grenade out! Ja, wie viel ist down? Ist auch down. Gehst du die AWP holen? Ja, ja. Der hat eine Boom. Okay, lebt nur noch einer. Geh mal aus Offensive, ich such den mal. Ich lauf auch einmal, bist du ein Offensiver? Ist hinten. Oh, oh, der ist, hat einen Autosniper, genau da, wo du hinläufst, ganz hinten. Wirklich ganz, ganz weit. I'm throwing a flashbang! Throwing a flashbang! Jawohl, Pain! Nimm den Autosniper noch. Der war aber lustig. Oh, der hat aber eine mit Stat Trick. Hab ich auch eine mit Stat Trick? Ich hab eine mit Stat Trick. Ich hab eine. Ich weiß gar nicht, welche ist denn hier aufgesniper für 5 Dollar. Ich hab gar keinen Skin für die. Oh Gott. Oh Gott. We will make them regret this day. Gehen wir mal Bahn. Ich bin zur Villa. Autosniper ist einfach OP auf dem Map. Smoke! Wir haben uns den ersten Kill gewinnt. Im Wasser kann man sogar laufen und man macht kaum Geräusche. Da hier eben einer so derbe defensiv. Geise wird verfallen. Okay, welche? Scheune. Okay, ich bin hinter der Scheune. Ich werde die abfangen, wenn die versucht durchzulaufen. Ist tot. Bitte. Die hier hinten sind wir. Ich gehe auf die Scheune. Eine am Haus. Alter, was hat denn der bitte für ein Aim? Einer war im Haus, oder Fabi? Ich meine ja. Der ist tot, der beim Haus war. Der ist hinten auf dem Berg. Nee, hinterm Haus ist der. Terrorists win! 7-7! Sag die Autosniper auf der Map, es gibt nichts Stärkeres. Ja, wenn man sich gut positioniert. Selbst nicht mal das, die one-hitted, wenn du wirklich einen Kopf schießt, one-hitted die. Und auf die Distanz hast du echt viel Zeit zum Zielen. It is time now, my brothers. So starten wir mal Bahn. Ich hab grad wieder kleine FPS-Drops. Ich weiß nicht wieso, ab und zu, ein, zwei Mal habe ich FPS-Drops auf der Map. Oder allgemein. Wird geflasht. Ich gehe hier schnell wieder rein. Nein. Am Wasser ist keiner. Was macht Harry? Einer noch an der Garage. Wasser ist tot, one hit. Autosniper. AWP oben auf dem Berg. Beim Haus. Beim Haus oben auf dem Berg. Ich hab die gehört, aber ich sehe die nicht. Gegen 3. Wo kann die denn sein? Doch, ich sehe die. Grenade! Die
einfach auf Zeit. Ach so. Wenn den einmal angeht, der wird jetzt eh fast nicht spielen. Einer jetzt vorm Haus Richtung deine Hütte. Einer im Haus. Sind das zweimal einer dieselben gewesen? Nee, nee, zwei verschiedene. Und beide beim Haus. Das Fenster auf, geht aus. Nein. Ah, da sehen wir oben nochmal, ich hab den ganz am Anfang angehittet gehabt. Ja. Ich weiß nicht, AWP ist so eine Sache, wenn man rusht. Hola! Mail! Daniel! So, hier sehen wir die Spawns von den CTs ganz anders. Also, was jetzt ganz anders sind, die Spawns. Wir gehen immer bei A, das ist die Wasserseite, da wo wir eben auch. Really? Ein Erko? Let's go, everyone! Deploying Flashbang! Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Erstmal selbst geflasht. So, hier sind die eben immer lang gegangen. Flashbang! Die rushen uns schon mal nicht entgegen. Flashbang! Kacke. Einer in der Scheune. Was? Aber ich sehe hier sonst. Doch, da war irgendwo eine. Könnte doch uns gerne. Ich weiß nicht, ob der nicht steckt, wenn ich hier geil bin. Da ist ein T. Der ist hinter der, das ist hinter der Scheune. Ich hab ihn gesehen, aber. Da wäre am besten einfach zu zweit außen lang gehen, immer decken. Ich werde mir trotzdem eine MP5 posten. Barry kauft sich auch eine Shotgun. Ich finde, hier muss man gar nicht so sparen. Kommt nämlich nicht auf den Schild an. Ich nehme einfach nur an, wie man die weg. Let's move out. Decoys out. Wieder Wasser entlang. Diesmal aber so halb auf den Stein. Ich hab einen angehittet, ganz leicht. Oh, ich glaube einer von denen hat schon eine Autosniper oder sowas. Oh, ich bin hinter dem Kopf. Ich muss nachladen. Da fehlt uns irgendwie das Team. Ja. Ich hab den Verfolger in der Mitte ausgeschaltet gehabt. Ja. Den jetzt einen schönen Kill gemacht. Auf du kannst, wie viel Gel die Geiseln in den Haaren haben. Die glänzen richtig. Wir haben Head and Shoulders. Alle, alles. An der Kleidung so, aber Hauptsache gehen, den Haaren, gestylt. Ja, das ist das Wichtigste, man muss mal genauso in den Filmen, so bei Lost oder so, weißt du? 100 Jahre auf so einer einzelnen Insel, aber sehen alle so perfekt aus. Immer schön Make-ups und so.
glaube, der hat ein Duell mit der P90 gegen AK gewonnen. Gerade habe ich dem auch wieder ordentlich gegeben, aber der überlebt das einfach. Grenade out! Einer Freunde hat einen Hit. Nein! Nur 18 Schaden habe ich ihm gemacht. Nestling. Cokings, Cokings macht das. Wer macht das? Der zeigt uns, wie das geht. Hat ja die Shotgun? Hat meine Shotgun hier? Das, der macht jetzt easy. Die Sache der Geisel. Keine Angst, Geisel. Ich rette dich. Und jetzt zieht der los. Haben wir schön angefaked zum Losziehen. Und jetzt zieht der los. Quasi erstmal Go Kings anschießen. Meine Schussbahn gelaufen. Ja, ja, wollt ihr noch ein bisschen langsamer machen? Waren auch zu viele. Waren auch zu viele. Ich spare jetzt mal ein bisschen. Ich spare jetzt mal. Obwohl, Cokings hat mehr WP. Ich glaube, Cokings nicht. Von Cokings. Decoy is out. Er macht sich erstmal einen Plan. Er steht erstmal so auf. Da macht sich einen Plan so. Wo geh ich denn heute lang? Oh, da ist schon einer am Stein. Hab ich geholt? Mit Glück? Hat er denn eine Waffe? Ja, hat er eine Waffe. Das war aber nicht der, den ich gefehlt hat. Dann kommt uns die großen Waffen. Er versteht dich. Marco, oh mein Gott! Das war zu gut, das war einfach zu gut. Ich dachte erstmal auch, das wäre der, weil ich hab den gehört, dass da einer lang läuft und ich bin davon ausgegangen, dass das nicht so. Ey, Cokings hat aber eben geschrieben, der spielt nicht mit Headset, der spielt nur mit Lautsprecher. Ach so, okay, ja, dann ist es extremer Nachteil. Da sagt er es nochmal. Also ohne Headset hört man wirklich, mit Boxen hört man nicht, wo. Man hört einfach Schritte, man kann aber nicht ordnen, aus welcher Richtung und wie weit. Aber der hätte schon sehen müssen, dass du gestorben bist. Ja, aber das ist auch so eine Sache, so, weil. Da ist halt alles voller Wald, ne? Und ich sehe da auch nicht. Ich hab jetzt eine MP4. Lass nochmal übers Wasser rocken. Ja, ja, okay, bitte. Schön nach A. Ah. Let's go! Den blocken wir schon. Du musst aufpassen, einer tritt immer aufs Wasser, aber den blende ich jetzt. Throw a flashbang! Kurz mal hinten gucken. Start, der ist geblendet. Schön gemacht, Cokings. Jawohl, Cokings, mein Mann. Und jetzt bin ich schon durchgerusht. Oh, da ist einer im Haus. Wo? Ganz oben? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade Geisel befreien, da hat er mir einen Hit gegeben. Okay. Ich hol mir den im Haus. Jo, ich seh den. Ist tot. Der im Haus ist tot. Du kannst die Geisel befreien. Ich hab den bei dir auch getötet. Letzte ist irgendwo bei mir. Ne, das ist meiner, hat die Geisel befreien. Ach, wir befreien einfach beide Geisel und gleich. Da solltest du aber die Autos einfach lieber weglegen und was anderes nehmen. Wenn du damit nicht triffst. Das war gut auf jeden Fall.
Ich bin gut durchgerusht und den AWP-Schützen habe ich einfach quer durchs Haus weggeballert. Ich sehe nur so eine Waffe, ich sehe nur so eine Waffe aus dem Fenster durchgucken und dann baller ich einfach bam bam bam. Decoy! Wieder gespawnt. Einen haben wir schon geholt. Einer ist noch in der Scheune. Okay. Bei hinten bekommen hat noch 17. Oh, ich hab keine Ahnung woher. Ich hab einen Headshot bekommen. Ich glaube aus dem Häuschen hinterm. Ich weiß es nicht. War ein ziemlich glatter Headshot. Hat er echt gut gezielt. Fabi nimmt die Geisel. Rechts. Nebenbei, ihr könnt hier so ein Defense-Kit kaufen. Damit entschärft, also damit helft ihr so eine Geisel innerhalb von einer Sekunde sofort. Terrorists win. Oh Mann, ey. Erst haut er den Mate an und dann wird er gerettet. Kein Problem. Ich kauf mir eine AWP. Lass nochmal Scheine gehen. Ich geh auf die Scheine. Ich weiß echt nicht, woher der mich weggesnipert hat. Ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall. Aber der hat einen glatten Heading gemacht. Hat der echt gut geschossen. Move it, move it. Ist Perry gut gemacht. Grenade out! Die Geisel. Der ist rechts in der Ecke, wenn man in die Scheune reingeht. Nein, ich kann gerade nicht. Oh, Fabi! Der Scheune ist down. Fabi, mit ist ein Geisel. Ich auch. Fabi, lass einfach durchlaufen, der kann noch einen von uns reinholen. Ich hoffe dich. Ja, der ist bei mir. Scout, der ist Scout, renn einfach Mucka. Okay. Run! It's the running man! Hier, begutachtet mein Messer. Nom 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 nom. Schneidet der bei uns immer seinen Speck. Jetzt guck mal, wie viel Geld hier für so 4000 also, fast eine ganze AWP. Das ist schon mehr als ordentlich. Wir brauchen uns mal ein Defuse-Kit. Haben wir jetzt sogar schon gehabt. Stay front, B. Komm, Sally. Ich geh diesmal B. Nein, alles ist allein. Oh, die ist nicht. Mann! Im Nahkampf gegen eine P90 kann ich nichts machen. Jetzt hat der Gegner wahrscheinlich eine AWP. Das ist doch ein Gegner, Alter, scheiße. Oh, einer ist bei Perry. Die Schüsse kommen aus unserem Spawn, also wo wir die Geiseln wegkriegen müssen. Wenn du das würde ich genauso handeln. Das war knapp. Genau, umgeh den einfach. Geh ganz an der Map, am Map ganz entlang. Du hast alle Zeit der Welt. Wir können links oben auf der Minimap sehen. Das Sneaky ist Taktik Evo.
hier noch ein bisschen so KZ-Map, diese Jumping-Maps. Die kannst du am Map. Weil dadurch verwehren bei den Gegnern, der weiß jetzt nicht, wo wir lang wollen. Guck mal, das ist ein Auto. Steig ins Auto, fahr einfach. Ja, Mann. Die Zone ist noch ein bisschen. Wieso kann man nicht hier einfach ins Auto einsteigen? Achtung, hier, Kühe. Oder was war das für ein Schild? Der Gegner ist jetzt verwirrt, weil er weiß nicht, von welcher Seite wir kommen. Das war. Dauerfeuer. Terrorists win! Ah, er hat auch Sniper. Er muss versuchen, immer Dauerfeuer, um den so ein bisschen einzuschießen. Ja, ich hab's spät gesehen. Weil sonst. Ich wollte grad schießen, aber ich bin tot. Okay. Magst du jetzt mit mir kommen? Ja. Keine, ist easy. Du musst mir nur die Gegner da weghalten. Weil ich kann dann die aus dem Haus wegsnipern. Das ist ganz cool. Dann können die im Haus nicht so. Move it! Der rusht immer einer extrem schnell gegen. Deploying decoy. Ich hab keinen Rushen gesehen. Nice. Defuse gleich eine Geisel. Also, defuse eine Geisel. Nimm eine Geisel. Raus ist auch einer tot. Also einer rusht immer entgegen, der wird auch jetzt wieder rushen. Der ist ziemlich schnell, ich weiß gar nicht, wie schnell der da hinkommt. Habt ihr jetzt Entschärfungskit? Ich auch. Push! In der Tat. Der Bedien hat den. Ich hing fest, scheiße. Pass auf, rechts ist immer einer ziemlich schnell, aber ich glaube, das war der Typ. Oh. Den nicht einmal getroffen. Egal, war wie der. Ich wollte den noch holen. Läuft fast. Der hat dem noch einen Headshot gegeben. Ja, Mann. Der Helm hat dich gerettet. Boah, Alter. Einer ist im Haus. Jawoll! Weiter so. Das ist auch gut. Jetzt haben wir noch unseren Co-Kings. Oh, der Doppelzoom. Jawoll. Der letzte war im Haus. Noch hat Cookings Zeit. Ja, aber der bekommt keine Zeit mehr für die Geiseln. Ich wette, der wird oben rechts im zweiten Fenster. Fuse Kit, sei Dank. War, glaube ich, meins, was der aufgesammelt hat. Da ist er. Oh, okay, stark immer. Was wird denn echt mit kleinen, krasses Match hier? Mit kleinen Anfangsschwierigkeiten, aber Kokos hat geklärt. Ich kaufe mir noch eine ABC. Ich komme auch wieder an. Okay. Ich rushe, du snipe alles weg. Du kannst Let's auch go. Gleich das Haus. Der eine kämpft ja immer im Haus und der eine rusht alles. Den Camper kannst du auch von der anderen Seite einfach wegholen, weil dann kommst du in seinen Rücken, weißt du? Und dann läufst du links am Haus vorbei. Okay, am Anfang ist einer. Okay. Lauf einfach links an der Scheune vorbei und dann in den Haupteingang. Hast du? Okay. Ich hab den Sniper, du kannst Geisel holen. Lebt nur noch einer? Jo, hab Geisel. Da ist er! Ich hab ihn nicht gesehen. Ey, der hat nur drauf gewartet.
gleich mit der Geisel kommen. Ich hab den nicht gesehen. Das machen wir jetzt einfach immer. Das ist eine echt gute Taktik. Ja, Mann. Das Wichtige ist, weil der eine, der rusht immer, der kommt nicht auf die Idee, mal was anderes zu machen. Der rusht entweder links oder rechts. So, nochmal ein Defuse gibt. Go, go, go! Nee, das hab ich auch geschafft. Oder haben die das immer noch nicht umbenannt? Ich glaube, hier ist es sogar Geiselrettungsgerät. Ich sehe den Rusher nicht. Ich glaube, der hat sich was Neues ausgedacht. Throwing Flashbang! Im gelben Haus ist einer. Ja. Daneben. Flashbang! Geh hoch. Ah, Pumpgun haben sie sich jetzt ausgedacht. Einer ist oben im Haus. Stockwerk im Haus. Hab die Geise. Was mit der Oberfläche? Da hätte ich früher vor. Kommen müssen. Scheiße. Der steht mir nicht gerade gestorben. Ja, 5 HP hat er noch. Der letzte Scheune. Ah, ja. Co-Kings, der letzte hat nur noch 5 HP. Nimm die Pistole bitte, der ist in der Scheune. Er hat eine Dinge. Er brüllt erstmal ins Mikro. Das Rage. Besser Spieler natürlich ganz im Sofeld. Am Wasserball dann, ne? Genau, das ist nicht gesehen. Ey, das Ding heißt wirklich Geiselrettungsgerät. Das Rage. Alright, gentlemen, this is it. Ja, eine Runde noch, dann ist auf jeden Fall entschieden. Ich kann auf jeden Fall fast nicht mehr verlieren. Ich habe keinen Russian gesehen auf links. Also, Sniper, AWP, AWP, AWP. Weißt du wo? Nee. Decoy is out! Irgendwo, am Stein irgendwo. Der müsste tot sein, ne? Dann ist der letzte wahrscheinlich nicht. Geil. Nee, vielleicht. Ich wollte gerade einen Trick zeigen, wie man in die Scheune kann. Da kann man hier so lieber und dann kann man hier rein. Das ist oben in der Scheune. Das habe ich einmal gemacht. Hab ich einen Surprise gemacht. Das ist ein Surprise-Bot 6. Surprise! Ich hatte einmal so ein Game, da haben die alle oben gekämpft und dann ging das nur durch diesen einen Krieg. Weil wenn die Scheune bekämpfen, dann kannst du echt gar nicht mehr reingehen. Wir haben sogar mit Deploying Decoy. Ich hatte da. Oh, letzte Runde, easy win. Aber ganz so easy auch nicht, die haben echt viel geholt. Ich habe keinen Russian gesehen, ich spiele wieder. LOL. Einer ist in der Scheune. Nice, los, noch einer. Der ist unten im Haus. LOL! Sorry. Good job, man, good job. Haben wir was bekommen? Was, mein Ding? What, man? Fabi hat eine Klinge. Fabi, willst du mir geben? Ich möchte die öffnen. Ich öffne die neuen Video dann. Okay. Gucken wir mal, was wir drin bekommen. Machen wir hier Spiel verlassen. Zurück zum Hauptmenü. Gucken wir mal, wie viel Glück wir haben. Jetzt stell mal vor, jetzt öffne ich die und dann haben wir so ein Messer drin. Das wäre optimal. Boah, das wäre so awesome. Das kriege ich dann ja natürlich, weil es ja meine Kiste ist. Natürlich. zum Handeln einander. Warte mal. Fabi hat sie zum Handeln eingeladen. Give me that. Wenn das ein Messer ist, dann. Community-Verlosung. darf ich auch nochmal mitmachen? Gucken wir mal. Angebot von Zayren. Gang schließen. Jupp. Ein neuer Gegenstand im Inventar. Hey! Okay, öffnen wir die.
Da sind nämlich die neuen Kisten. Schlüssel kaufen. Yep. Möchten wir machen. Oh. Schlüssel erhalten. Daumen drücken. Wenigstens was Episches, ja? Ja. Komm schon. Okay, was Episches, aber so eine MP7. 7! Sieht geil aus. Was denn für eine? So eine blaue Meeresschaum heißt sie. Oh, Leute, wie geil. Willst du die haben? Kannst du ja mir geben. Ja, du kannst dir Fabi geben. Okay. Geh mal dem Fabi. Ich habe insgesamt 4 Skins. Voll viele. Jetzt hast du einen mehr. Ja, jetzt habe ich 5. Schade, so ein Messer für Community-Verlosung wäre schon cool gewesen. Aber vielleicht in einem der anderen Spiele. Deswegen, Leute, danke fürs Zuschauen. Yo, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, CS hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal bitte einen Daumen da oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ-Video und unten habt ihr den letzten TTT-Part. Haut rein, schönes Wochenende euch.